Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Regionalliga West ist manchmal schon mal etwas wild. Und ihr wisst alle, im Wilden Westen ging es immer darum, wer am besten, am schnellsten schießen kann. Und wir finden das heute raus. Jeder Spieler hat 3 Schüsse. Der härteste von dem Einzelnen und die härtesten aller 3 Spieler werden jeweils separat eingetragen. Und am Ende wissen wir, wer in der Regionalliga West den schnellsten Schuss im Wilden Westen hat. Bist du ein Wildwest-Fan, Torben? Ja, ich schaue gerne den Wilden Westen, schaue ich mir gerne an, ja. Also die Regionalliga West oder gerne auch mal so einen schönen Clint Eastwood-Film? Ja, auch mal so ein Clint Eastwood. Ach du Scheiße, mach mal. Also, Torben, ein riesiger Westen-Fan, kann er jetzt unter Beweis stellen beim schnellsten Schuss im Wilden Westen. Maxi, ich glaube, du bist der anfangen will. Boah! 103, mal ebenso aus dem Stand. Tom, jetzt aber bitte ein bisschen mehr Konzentration als bei der Aussprache von Clint Eastwood. Komm. 81. Ja, meinst du, du warst noch ein bisschen doller als der Max? Ja, ich glaube schon, oder nicht, Max? Mehr als Torben, das ist eigentlich das Ziel des Spiels, oder? Ja, also wenn ich jetzt unter Torben bleibe, also dann müsste ich mir echt überlegen, ob ich das noch weitermachen sollte mit dem Fußball. Ja. kam der Einwurf von Torben, das solltest du dir überhaupt überlegen. Ich glaube, zeig ihm mal. Jetzt Taten sprechen lassen. Genau so ist es. Ein paar Sekunden später. Ja, okay. So, 67. Ich habe ganz weit an der Messanlage vorbeigeschossen, von daher hat er wahrscheinlich die 40 km/h vergessen, die eigentlich da drauf waren. Naja, eigentlich haben wir gesagt, wir lassen nur Schüsse gelten, die ins Tor gehen. Deswegen kriegst du nochmal einen Versuch. Komm. Ja, besten Dank. Das ist hier Uncut. Fast. 97, ja denn. Also wenigstens der besser als der von Torben. Das ist jetzt dein erster Versuch, weil es der erste ist, der im Tor gelandet ist. Den anderen, ja, den lassen wir einfach nur drin, weil es lustig ist, oder? Ja, Maxi, du hast schon richtig, richtig vorgelegt. Du bist so ein bisschen das Zugpferd des Teams, ne? Ja, also ich glaube, das sind meine Abstöße, die ich immer da in die gegnerische Hälfte prügeln muss. Das ist, glaube ich, ein gutes Training gewesen. Ja, das zahlt sich aus. Lass den Ball fliegen. Ja. 91. Der sah eigentlich gar nicht aus, als hätte er so viel weniger Speed als der davor. Das stimmt doch nicht. Ja, wo war der Rekord nochmal? Den geht's jetzt zu brechen. Den Rekord, den kannst du jetzt aufstellen, weil wenn ich es verrate, dann macht es ja keinen Sinn, die anderen Folgen zu schauen. Außerdem wissen wir ja noch gar nicht. Ja, hast ja recht. Hab ich recht, oder? Okay. Man schaut nur auf sich selber. Ich dachte, das ist so die Standardfloskel, die ein Fußballer in jedem Interview sagt. Ja, eine Floskel, das ist es nämlich. So, lass mich jetzt nicht schießen. Ja, komm, Tom. Ich geb dir genug Freiraum. 99, einer fehlt zur Dreistelligkeit. Sag mal was. Ja, ich glaube, war Rekord, oder nicht? 99? Zumindest intern jetzt? Ja, auch das noch nicht. Ich glaube nicht. Ich krieg einen Hitzeschlag hier in Wuppertal. Ist wahnsinnig, wahnsinnig warm, das stimmt tatsächlich. Ich glaube, Jungs, habt ihr Sonnenschutz drauf? Nee, aber ich brauch das nicht, da musst du eher Simon fragen. Du gehst ja auch gerne auf Malle Urlaub machen, hast da deinen eigenen Fanclub. Was für Souvenire bringst du außer Sonnenbrand schon mal gerne mit? Auf jeden Fall diesen bunten Schirm, den man sich um den Kopf schnallen kann, damit man den ganzen Tag Schatten hat. So, da brauche ich auch keine Sonnencreme, da fahre ich immer ganz gut mit und ja, ansonsten hier eine schöne Sonnenbrille von Ray Berry, ne? Er kennt sie nicht. Ja, ja, auf jeden Fall. Die sieht schon mal ganz gut aus. Von daher habe ich da so ein paar Sachen dabei, die ich da mitbringe. Ja, beim nächsten Mal bringst du mir dann auch so ein Ding mit, wenn ich hier den ganzen Tag in der Sonne stehe. Dann ist der Hitze stark vorprogrammiert. Genau. Perfekt, dann renne ich das demnächst auch mit so einem Schirmhut rum. Und du? Haust den Ball jetzt mit 89 rein. Geht nicht besser heute. Geht nicht besser heute? Die Leistung aus dem Lattenkracher-Spiel habe ich noch nicht bestätigen können, von daher bin ich da gerade auch ein bisschen enttäuscht. Die Frage ist, welche Leistung denn eigentlich? Das ist
wissen wir ja noch nicht. Deswegen, wer jetzt aber gespannt ist, von was für einer Leistung er spricht, das ist unser wunderschönes Format, die Westen-Lattenkracher, gibt es auch auf Sport Total. Gerne mal reinschalten, aber vorher dranbleiben. Wir wollen nur noch gucken, was unser Lieblingsschütze hier, Torben, am Ende noch fabriziert. Jetzt guck mal, wie konzentriert er ist. Wichtigster Schuss der Saison, Torben. 98. Ja, es hat nicht sein sollen. Es hat einfach nicht sein sollen. Sollen sein. Ja, komm. Also, Torben Deters, Fußballer und Sprachgenie, der moderne Wolfgang Johann von Goethe. Also, so ein Adler, der schießt normalerweise ja mit richtig Highspeed durch die Lüfte. Meistens aber auch nur im Sturzflug. Möchtest du nicht? Lieber dann jetzt gerade? Ja, ein flacher, schöner Spannstoß, dreistellige Zahl am Ende, das will ich mir wünschen. Auf geht's! Jawohl, geiler 104! Mit Ansage. Ja, damit kann ich leben. Dreistellige Zahl ist da. Ich glaube auch, der Sturzflug war nicht so. Da war ein ordentlicher Ball. Zum Abschluss nochmal alles toppen jetzt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt zweimal nicht so gut geschossen, deswegen jetzt den dritten. Da wünsche ich mir einen dreistelligen Wert. Ja. Der wäre nicht verkehrt. Von daher hau ich jetzt nochmal alles raus. Und beim Kölner Karneval käme jetzt ta-ta, ta-ta, ta-ta. Aber schöner Reim. Auf jeden Fall. 96. Ja, da war der Reim schöner als der Wert am Ende. Ja, müssen mal die Messanlage durch den TÜV schicken, glaube ich. Anders kann ich es mir irgendwie nicht erklären. Von daher, ja, lassen wir es jetzt gut sein und fahren gleich schön nach Hause. Wenig zu lachen gibt es für Münster beim Blick auf die Tabelle. Nur Maximilian Schulze-Nius schafft es in die erste Tabellenhälfte der Spielerwertung. Und in der Teamwertung, da ist man auf dem vierten und letzten Platz mit 300 km/h Gesamtanzahl. Was sagt der Wildwest-Fan zum Abschluss? Also hatte jetzt ein bisschen mehr was von Spiel mir das Lied vom Tod bei deinen Schüssen. Ja, gut. ich war immerhin noch schneller als Simon. Deswegen geht der nächste Whisky auf jeden Fall auf seine Kappe. Okay, also wenn ich das nächste Mal in Münster bin und in der Bar Simon Scherder und Torben Deters sehe, dann weiß ich, Simon zahlt. Ja, macht er sonst auch, aber da auch besonders dann wegen der Schuss-Challenge hier. Trinkst du einen mit? Sehr gerne. Wenn ich von Simon eingeladen werde, dann doch immer. Ja, also, wer auch noch von Simon eingeladen werden möchte, die Mail bitte an uns, an content@sporttotal.tv oder einfach an Preußen Münster direkt selber. Instagram-DMs sind auch offen dafür. Wenn du was sagst. Alles gut. Danke, dass ihr da wart, Jungs. Gute Heimfahrt, schönen Saisonstart und dann ja, sehen wir uns, glaube ich. Auf jeden Fall. Früher als uns lieb ist oder so, ne? Genau. Und ihr, bitte noch dranbleiben. Wir haben noch so viel auf Sport Total. Wir haben ja nicht nur Live-Übertragung, wir haben so viele schöne Formate, so viel Schönes, was man sich anschauen kann. Zum Beispiel weitere Folgen hiervon. Vom schnellsten Schuss im Wilden Westen oder aber auch von den Westen-Lattenkrachern. Haben auch ein paar Frageformate. Überleg mal entweder oder das Regionalliga Westquiz. So viel, was sich lohnt anzuschauen. Also, it's on you, was ihr auswählt. Aber Hauptsache auf Sport Total bleiben. Bis dann. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja. Und du? Was machst du? Abonnieren.